YouTube, die größte Videoplattform der Welt. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bewunderte Stars. Servus Leute, Kerstbrickes! Mit enormer Werbewirkung. Ich verlose nämlich heute einen 100 Euro Amazon-Gutschein. Genug verdienen für ein Leben am Limit. Zum anderen bis in Deutschland bin ich schon am Machen, dass ich mir das Auto besorge. ZDF Zoom fragt, wer verdient an den YouTube-Videos? Brühl, in der Nähe von Köln. Ich besuche Familie Langhorst Kurt. Auf YouTube-Videos schauen? Das ist Alltag für Jan Luca. Der 15-Jährige will sich unterhalten und informieren lassen. Mit normalem Fernsehen kann er wenig anfangen. YouTube, verbringst du viel Zeit damit? Ja, sehr viel. Was heißt sehr viel? Ja, so 4-5 Stunden ungefähr. Jeden Tag. Was macht man 4 Stunden lang, 5 Stunden lang jeden Tag bei YouTube? Es gibt verschiedene Bereiche wie Gaming, Challenges, Tutorials und sowas und halt Comedy. Jan Luca sieht am liebsten Spaß- und Erklärvideos. Oder Clips über Online-Spiele. Im Grabmal der Mumie. Bei YouTube kann jeder seinen eigenen Kanal aufmachen und Videos hochladen. Wie Jan Luca stellt sich jeder ein ganz persönliches Programm von Lieblings-YouTubern zusammen. Und 40 Millionen Deutsche besuchen die Seite im Monat. Jan Lukas Favoriten? Die Space Frogs. Das sind Pokémon. Ja, die haben voll den langsamen Stoffwechsel, die werden voll schnell fett. Na wunderbar. Wer will die Gauen werden? Trifft halt meinen Humor und sie sind halt witzig und sind nicht irgendwelche Kunstfiguren, die irgendwie, ja, schaut euch das an und sowas. Die sind halt einfach ehrlich und echt. Dass Jan Luca den YouTubern vertrauen kann, ihm scheint das wichtig zu sein. Er sieht sie nicht als entfernte Stars, sondern eher als Freunde von nebenan. Aber was passiert, wenn diese Freunde anfangen, Werbung zu machen? Ich will seine Meinung hören. Zeige ihm einen Clip der bekannten YouTuberin Joyce Ilk. Pausenlos im Bild, Produkte eines Lebensmittelherstellers. Bewusst platziert und beworben. Vegetarische Frikadellchen. Mmh. Upsa. Ist es ein Werbeclip oder ist es ein Unterhaltungsvideo? Es ist beides. Sie macht halt Werbung da drin und sie unterhält die Leute. Und also findest du das in Ordnung? So wie, weil du sagtest ja, du findest es cool. Ja, sie spricht es ja nicht an und kauft euch jetzt das und das. Also wenn es nebenbei ist, ist mir das eigentlich relativ egal. Werbung oder Inhalt? Jan Luca ist das völlig gleichgültig. Schließlich vertraut er seinen YouTubern. Aber ist er dadurch nicht umso anfälliger für Beeinflussung? Ich zeige auch seinen Eltern das Video. Wie denken die über den Clip? Oma, wenn ich Vegetarier bin, dann esse ich doch kein Hühnchen. Ja, es ist ganz klar Werbung. Also, ich wüsste nicht, wo noch ein anderer Sinn dahinter stecken könnte. Also. Eigentlich ist es eher so, dass man diese Werbung nicht haben möchte, zumindest in den Medien, die wir nutzen. Und bei den Kids scheint das irgendwie anders zu funktionieren. Wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe, klickt man das ja auch bewusst an. Man möchte ja Werbung sehen. Teenager, die freiwillig und gerne Werbung schauen und gleichzeitig ihre YouTube-Stars echt und ehrlich finden. Irgendwie passt das für mich nicht zusammen. 40% der Deutschen halten YouTube-Stars für authentisch und nahbar. Bessere Werte als bei klassischen Musik- oder TV-Stars. Ein
iPhone 7 mit 128 GB in der Farbe eurer Wahl. Ich muss sagen, und es ist wirklich no joke, das ist die beste App seit langem. Zwei iPhone 10. Eins für mich und eins für euch. Warum funktioniert YouTube-Werbung so gut? Das soll mir ein Wirtschaftspsychologe erklären. Professor Ingo Markgraf beschäftigt sich seit Jahren mit der Videoplattform. Wie funktioniert das Prinzip YouTuber? Und was für eine Art von Beziehung oder Interaktion hat der Zuschauer jetzt mit diesem Medium? Die YouTube-Stars, die wir da jetzt haben, die sind teilweise im Kinderzimmer groß geworden. Und die haben das erste Mal so eine Kamera aufgestellt und haben auf ihrem Bett gesessen und haben sich geschminkt oder haben Geschichten erzählt, was vorgelesen oder irgendetwas getan. Und damit ist eine ganz, ganz starke Bindung entstanden, weil das war immer so ein bisschen wie Freunde. Und ich gucke jemandem zu und der spricht zu mir, der antwortet sogar auf meine Kommentare. Und ich kann sogar in Interaktion treten mit dem. Ich kann den bewerten und dann erzählt er mir was aus seinem Leben. Und das ist so ein bisschen das Perfide an der Situation auch, dass eine plötzlich die persönliche Empfehlung eines Freundes oder einer Freundin eine Werbung wird. Und diese Werbung lässt sich auf YouTube in drei Methoden einteilen. Methode 1. Hier kann der YouTuber ab einer gewissen Größe Werbevideos vor seine Clips schalten lassen. Jeder Klick darauf wird mit Beiträgen von wenigen Cent bis zu mehreren Euro entlohnt. Werbung und Inhalt sind hier noch deutlich getrennt. Methode 2. Hier thematisiert der YouTuber in seinem Video ein bestimmtes Produkt. Über einen Link auf der Seite des YouTubers kann man das Produkt dann direkt bestellen. Der YouTuber bekommt Provision. Werbung oder Inhalt? Schwer zu unterscheiden. Methode 3. Hier wird ein Produkt gezielt im Video platziert. Es spielt eine zentrale und positive Rolle. Werbung und Inhalt sind hier nicht mehr voneinander zu trennen. Da ist eine Parallelwelt entstanden, von der wir ganz lange nichts mitbekommen haben, die tatsächlich so aus einer Jugendszene heraus entstanden ist, aber die eine Größe erreicht hat, dass sie eine echte erhebliche Relevanz hat. Und wir haben als Gesellschaft nicht die richtigen Antworten bisher. Wir wissen nicht genau, was macht das mit Jugendlichen, wenn sie Stunden über Stunden auf YouTube gucken. Wie Schüler einer siebten Klasse auf Werbung via YouTube reagieren, will ich in Bremen herausfinden. In ihrem deutschlandweiten Projekt diskutieren Markus Gerstmann und Sebastian Reuser mit Kindern über ihre Online-Erfahrungen. Auch darüber, wie genau YouTube-Stars ihr Geld verdienen. Bianca Heinicke alias Bibi zum Beispiel präsentiert in ihrem YouTube-Kanal ganz unverhohlen eine eigene Duschschaumlinie. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Diese Marke heißt Bidu und die Produkte sind mit Veröffentlichung dieses Videos, also ab jetzt sofort in ganz Deutschland in jeder DM-Filiale erhältlich. Also sie hat ja auch ein eigenes Beauty-Label, könnte man sagen, wo sie ihre Produkte vertreibt. Ne? So, nochmal Hände hoch, einmal kurz, wer hat das schon mal gekauft? Sag mir noch mal ganz kurz, warum habt ihr das gekauft? Weil das riecht gut. Ja. Und man möchte ja auch gucken, was es ist. Laut einer Studie kaufen 6 von 10 Kindern Produkte, die von YouTubern empfohlen werden. Dagegen will Markus Gerstmann kämpfen. Mit seinem Projekt versuchen, den Kindern beizubringen, kritischer zu sein. Denn gerade die Jüngsten sieht er durch die permanente Werbung gefährdet. Er nimmt die YouTuber in die Pflicht. Sie haben eine Verantwortung meiner Meinung nach, wenn Sie Produkte oder Einstellungen dann verkaufen, wenn Sie dann 4,5 Millionen Abonnenten haben und es sind Teenager, dann muss ich mir überlegen, was sage ich da? Und diese Peer-Empfehlung ist ja einer der wichtigsten Sachen in dem Alter. Ich höre nicht mehr auf meine Eltern, die sind ein bisschen komisch geworden in der Pubertät. Dann kommen aber solche Peers, also wie dann auch YouTuber, und sagen, dieses Produkt ist gut, das kann ich dir empfehlen. Dann ist das eine Empfehlung, die ich dann ernst nehme und möchte dieses Produkt haben. Das haben wir jetzt ja bei Bibi ganz stark gesehen, dass sie dann, als sie ihren Duschschaum dann verkauft hat, und was für ein Massenansturm dann kommt. Und das wird wirklich rausgenommen aus dem Regal. Und die Verkäuferin sagt, ja, das wird eine Palette hingestellt, die ist innerhalb von einer Stunde weg. Wie du vielleicht dann auch beim Sport. Wer genau sind diese YouTube-Vorbilder, denen die Kids blind vertrauen? In der Kölner Lanxess Arena werde ich sie aus der Nähe sehen. Auf den Video Days. Dieses Event ist das Mekka der Szene. Angeblich das größte YouTube-Festival Europas. Einmal im Jahr kommen hier die Stars und Sternchen der Plattform zusammen, präsentieren sich ihren Fans.
Rund 15.000 Besucher kommen auf die Video Days. Auf der Bühne Idole wie Sänger Keanu Rapp. Er allein hat rund 140.000 Fans auf YouTube. Eine Welt voller Stars, die mir allesamt völlig unbekannt sind. Im Backstage-Bereich möchte ich einige der bekanntesten deutschen YouTuber sprechen. Einer von ihnen, Felix von der Laden, alias Dehner. 3 Millionen sehen regelmäßig seine Videos. Wie sieht überhaupt so ein Tag bei dir aus? Oder was? Wie sieht dein Job aus? Weil das ist ja dein Job. Für andere Leute ist es ja ein Hobby. Du machst es ja hauptberuflich. Also ich produziere jeden Tag ein Video. Jeden Tag produziere ich ein Video über meinen Tag. Und ich halte nicht nur kurz mal die Kamera hoch und mache irgendwas, sondern ja, wir filmen den ganzen Tag, versuchen irgendwie ein cooles Thema zu finden. Ich reise viel, um den Leuten auch was zeigen zu können. Ich fahre Rennen und wir machen davon ganz ausführliche Behind-the-Scenes-Videos sozusagen. Und ja, und dann schneide ich das Video. Und das dauert dann schon so seine 5 bis 15 Stunden, je nach Aufwand des Videos. Und das jeden Tag. Seid ihr alle Millionäre? Die Großen? Also ich bin's nicht. Ich schätze mal, manche sind es vielleicht, aber keine Ahnung. Kann man sich dann davon finanzieren? Kann man davon leben oder ist es so ein Hobby? Erstens, über Geld redet man eigentlich nicht so. Und zweitens ist es halt so, dass alles, was ich verdiene, da passen auch meine Eltern sehr drauf auf, dass es auch wirklich alles da gut abläuft und dass ich nicht so viel ausgebe oder so. Okay. Und du sagst, über Geld redet man nicht. Warum nicht? Ich finde einfach, dass Geld ist etwas, wo, ich weiß nicht, du redest bestimmt auch nicht so gerne über dein eigenes Geld. Das ist halt, was du verdienst und nicht, was jemand anders wissen muss. Ich sag's mal so, ich find's gut, dass man die Möglichkeit dazu hat, sein Geld mit Social Media zu verdienen. Und finde ich auch alles völlig wunderbar, weil ich ja genau das Gleiche tue selber. Aber ich finde, es gibt so einen Grad zwischen, was ist noch vertretbar und authentisch und was ist einfach nur noch, ich will das ganze Geld einsammeln. Das heißt, ich gehe jetzt nicht her und sage so, okay, in der Beauty-Branche, da ist das meiste zu holen, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, mache ich aber, weil das meiste zu holen ist. Nee, ich sage, okay, ich interessiere mich für Autos, ich habe Lust, da was zu machen. Da ist ja schon noch was zu holen bei Autos. Ja, das ist so ein super Zufall, oder? Als YouTuber authentisch sein? Wie geht das, wenn man gleichzeitig für die größten Marken Werbung macht? Das würde ich gerne aus nächster Nähe erleben. Doch aus dem Versprechen, den Produktionsalltag mitzuerleben, wird nichts. Also frage ich beim YouTube-Nachwuchs nach dem Geschäftsmodell. Kannst du denn dann davon leben oder finanziert sich das irgendwie? Es kommt dann halt noch drauf an, ob man Kooperation mit anderen Kampagnen hat, ob man da was am Laufen hat, so halt mit anderen Firmen. Wenn ich jetzt über Zahlen rede, würde ich von meinem Manager morgen wahrscheinlich einen Anruf kriegen, der was dann nicht so gut finden würde. Ich würde es sonst machen, aber ich sag mal so, es ist schon in Ordnung. 5 Euro, 50 Euro, 5.000 Euro? Nee, das fängt schon so ab. Vielleicht 150, 200 an und geht bei uns jetzt in der Klasse, vielleicht wenn es weniger ist, so vielleicht bis 500, 600 Euro. Pro Werbedeal. Also verdient schon der YouTube-Nachwuchs. Und welche Summen bekommen die Großen der Szene? Meine Anfragen werden abgeblockt. Keiner will vor der Kamera darüber sprechen. Am Rande eines Interviews komme ich mit einem Manager ins Gespräch. Also 180.000 Euro für ein Video mit Social Media, die sind da schon mal drin. 180.000 Euro für einen einzigen Clip? Für einen Werbedeal zwischen Konzern und YouTuber? Für ein System, in dem das Vertrauen der Fans in ihre YouTube-Stars bares Geld wert ist? Wie genau laufen diese Werbedeals ab? Bei meinen Recherchen stoße ich immer wieder auf einen Namen. YTiti. Das Trio steht für Erfolg auf YouTube. Mit rund 1 Milliarde Aufrufe hatten die Comedians lange Zeit den meistabonnierten YouTube-Kanal Deutschlands. Verpackt in amüsante Unterhaltungsvideos setzten die drei dabei aber auch immer wieder Marken und Produkte werbewirksam in Szene. Wie etwa beim berühmt gewordenen Coke-Tailomat-Video. Eine riesige, eigens konstruierte Maschine, die am Ende Coca-Cola servierte. In Köln bin ich mit einem der Gründer von YTT verabredet, Oos Yilmaz. Hallo. Hi. Grüß dich. Hi. Willkommen. Hallo. 2015 hat sich YTT aufgelöst. Yilmaz betreibt heute eine Vermittlungsagentur für YouTuber und Firmen. Keine Ahnung, ruft dann von Coca-Cola jemand an und sagt, hier, pass auf, hier ist mein Geldkoffer.
macht was oder ich weiß nicht genau. Also normalerweise schreibt entweder die Agentur von der Marke oder die Marke direkt, wir würden gern das bei dir machen. Hast du Bock, hast du Zeit erstmal und dann wird ein Agreement aufgestellt, wo dann eben ganz genau schriftlich drinsteht. Das ist schon auch sehr professionell mittlerweile. Da geht es auch um nicht wenig Geld immer so und das ist glasklar, dass sich beide Seiten daran halten müssen. Werbung auf Bestellung. Doch wie können YouTuber noch unabhängig an ihren Clips arbeiten, wenn Firmen mitbestimmen, wie diese Clips aussehen sollen? Das ist halt der Spagat, den YouTuber einfach für sich machen müssen. Okay, wie kann ich trotzdem weiterhin einen Mehrwert bieten meinen Zuschauern? Jetzt nicht einfach einen Werbespot hochladen, sondern eben, dass es von mir kommt. Ich mache das, deswegen ist es immer noch meine Handschrift. Aber wie kann ich halt Marken vielleicht ein bisschen mehr integrieren in das Video, dass es halt eben für die auch mehr Sinn ergibt und die mir halt ein bisschen mehr geben können, dass ich das machen kann. Weil aber wie ist das jetzt, ich frage provokant rein, wie ist das anders als Schleichwerbung? Wo ist da der Unterschied? Also man muss aufpassen eigentlich mit dem Begriff mit Schleichwerbung, weil Schleichwerbung halt eigentlich heißt, dass das nicht gekennzeichnet ist und so, weil wenn dieses Produkt da so eingeführt wird ins Video und das quasi dem Zuschauer schmackhaft gemacht wird, aber das gekennzeichnet ist, dass dann da steht, unterstützt durch Produktplatzierung oder Werbespot, dann ist ja keine Schleichwerbung. Ein Video, das keine reine Werbung ist, sondern Mehrwert bietet und neugierig macht? Wie soll ich mir das vorstellen? Beim Joyce-Video schaue ich mir das Ganze im Detail an. Direkt am Anfang sehe ich für 3 Sekunden die kleine Einblendung, unterstützt durch Produktplatzierung. Diese wird danach zu einem kurzen P. Meine Rechnung ergibt, insgesamt sind die vegetarischen Produkte am Rande oder Mittelpunkt der immer neuen Sketche 6-mal deutlich im Clip zu sehen. Vegetarische Frikadellchen. Ganz am Ende des Videos klärt Joyce kurz über die Produktplatzierung auf. Aber auch mit jeder Menge Firmenlob wird nicht gespart. Ihr habt gesehen, das Video ist unterstützt durch Produktplatzierung, nämlich durch die vegetarischen Produkte von Rügenwalder, die ich persönlich sehr lecker finde. Chris, der kein Vegetarier ist, auch. Das heißt, auch der ein oder andere Fleischesser von euch könnte das ja mal ausprobieren. Ich zähle zusammen. In knapp 2 von 9,5 Minuten Video werden die Produkte aus allen Winkeln gezeigt, werden Geschmack und Firmenpolitik gelobt. Gerade mal 12 Sekunden dauern Kennzeichnung und der kurze Hinweis. Ist das legal? Wie wird die Werbung auf YouTube überhaupt reguliert? In Köln suche ich Antworten. Bei Anwalt Christian Solmecke. Er ist spezialisiert auf Medienrecht, handelt häufig Verträge für YouTuber aus. Was darf ich nicht? Ja, die Regeln sind eigentlich ganz klar. Da geht es darum, dass ich in dem Moment, wo ich ein Produkt empfehle und zum Kauf aufrufe in meinen Videos, Werbung mache für das Produkt und dann heißt es, muss immer Werbung auch über dem YouTube-Video drüber stehen. Und dann gibt es noch andere Formen, dann werde ich dafür bezahlt, dass ich irgendein Produkt in meinem Video platziere. Also einfach mal auf dem Schreibtisch stehen habe, zum Beispiel eine Cola-Flasche auf dem Schreibtisch stehen habe, ohne die aber zu empfehlen. Und das nennt man dann Produktplatzierung. Gesetzliche Grundlage dafür ist der Rundfunkstaatsvertrag. Darin heißt es, Werbung muss als solche leicht erkennbar und vom übrigen Inhalt der Angebote angemessen abgesetzt sein. Aber wird das in der Praxis auch eingehalten? Ich zeige dem Anwalt das Video von Joyce. So, gleich kommt der Chris zum Brunch und ich bin schon mal ein bisschen am Vorbereiten. So, vegetarischen Schinkenspicker, vegetarische Frikadellchen. Upsa. Also wichtig bei der Produktplatzierung ist, dass ein Produkt nicht das zentrale Element des Videos sein darf. Aber hier geht das ganze Video voll auf diese Wurst, auf die vegane Wurst. Und damit ist das Werbung. Und am Ende des Videos empfiehlt sie ja sogar noch, dass man diese Wurst kaufen soll. Also sie sagt, naja, also wenn ihr meint, ihr könntet das ja auch mal ausprobieren. Und damit ist es eine klare Kaufempfehlung. Für mich muss man ja gar nicht diskutieren, ob das Werbung ist oder nicht. Das ist ganz klar, Werbung hätte als Werbung gekennzeichnet werden müssen. Firmen investieren gerne in YouTube-Stars. Denn auf der Videoplattform entfaltet Werbung eine besonders starke Wirkung.
Hier kann ich die Zielgruppe sehr genau ansteuern. Ein YouTuber weiß ja einfach ganz, ganz viel über seine Zielgruppe. Der weiß, wie viel Prozent männlich sind. Der weiß, wie alt die exakt sind. Der weiß, welche Vorlieben die haben. Und das ist natürlich für die Werbeindustrie ein gefundenes Fressen. Welches Honorar hat Joyce von der Firma Rügenwalder bekommen? Weder die YouTuberin noch die Firma wollen mir darauf antworten. Und beide verweisen darauf, dass das Video korrekt gekennzeichnet sei. In diesem Fall erfahre ich keine weiteren Details. Ein Brancheninsider spielt mir einen anonymisierten Vertrag anderer YouTuber zu. Darin legt ein Unternehmen fest: Für Werbevideos wird einem YouTuber-Duo ein Studio für 50.000 Euro eingerichtet und überlassen. Des Weiteren erhalten sie einen Betrag von 120.000 Euro. Dafür sollen Produkte und Themenvideos entstehen, nach den Wünschen des Auftraggebers. Und die Werbevideos sollen in der Gestaltung und in dem Format sein, wie die Clips auf dem eigenen YouTube-Kanal. YouTuber als Freunde, denen man vertrauen kann? Die nur Produkte bewerben, hinter denen sie auch stehen? Ich habe immer mehr Zweifel. Antworten erhoffe ich mir in Berlin, beim zweiten sogenannten YouTube-Festival, eine geschlossene Gesellschaft. Hier bringt YouTube Werbeschaffende und YouTuber zusammen. L'Oreal und Mercedes, Joyce und Bibi etwa. Das Ziel? Deals einfädeln. Nach monatelangen Vorgesprächen bekomme ich einen der wichtigsten Männer bei YouTube Deutschland zu dem Thema vor die Kamera. Er ist zuständig für Werbepartnerschaften in ganz Europa. Andreas Briese spricht offen über das Geschäftsmodell zwischen YouTube, Werbebranche und den YouTube-Stars, den sogenannten Creators. YouTube ist ja im Prinzip eine Plattform, die zwischen drei verschiedenen Parteien versucht, einen Ausgleich zu finden. Ja. Auf der einen Seite gibt es den Creator. Ja. Das sind diejenigen, um die wir uns kümmern und denen wir helfen, erfolgreich zu werden. Zum anderen ist es der Nutzer. Je mehr interessante, tolle Inhalte geschaffen werden, desto interessanter ist natürlich YouTube als Plattform für die Nutzer. Und das Dritte ist dann noch der Werbekunde, der, wenn man so möchte, die Verbindung zwischen den beiden ist, dann über den Werbekunden kommen Gelder auf die Plattform, die wir mit unseren Creatoren teilen. Und dadurch kommt, wenn man so möchte, Benzin in den Motor rein, die es dann erlaubt, den Creatoren weitere tolle Inhalte zu produzieren. Und wir partizipieren natürlich dann auch an den Erlösen der Werbung. Wie passt das zusammen, dass hier quasi Big Business ist und dass das Ganze aber so ein bisschen das Image hat oder so die Anmutung von klein, privat, intim, jeder selber? Ja, man muss mal... Was Sie beschreiben, ist der Anfang, in der Tat. Also viele, viele YouTube-Creator haben halt tatsächlich angefangen, aus dem Wohnzimmer zu produzieren und wurden dann immer erfolgreicher, professioneller. Und mittlerweile haben wir über 100 Kanäle auf YouTube, die 1 Million Abonnenten haben. Aus sich selber heraus hat sich das Thema Produktionsqualität in den letzten Jahren enorm gesteigert. Und dadurch, dass sich die Produktionsqualität enorm gesteigert, ist natürlich YouTube immer interessanter für Werbekunden. Und da wachsen dann die beiden Welten zusammen. Die größten Firmenwerbebudgets in Deutschland belaufen sich auf knapp 6 Milliarden Euro. Allein in die Online-Werbung fließt eine 500 Millionen. Wie die Zusammenarbeit geregelt ist, was geht und was nicht, damit habe YouTube nichts zu tun. Da gibt es ganz klare Richtlinien, die sind vorgegeben von den Landesmedienanstalten. Und diejenigen, die auf YouTube sowas machen, die müssen sich an die entsprechenden Richtlinien halten. Ich weiß, dass einige Landesmedienanstalten zum Beispiel einfache Flyer für YouTube-Creator produziert haben, um denen einfach eine Handhabe zu geben, entsprechend ihre Videos zu kennzeichnen. Sprich, YouTube sieht die Verantwortung für die korrekte Kennzeichnung bei Videoproduzenten und den Landesmedienanstalten. Sie sollen eine Milliardenbranche in die Schranken weisen. Andreas Briese lädt mich noch ein, Werbetreibende auf der Bühne zu filmen. Aber die Pressestelle hält das wohl für keine gute Idee. Zurück im Büro schaue ich mir den angesprochenen Flyer der Landesmedienanstalten genauer an. Darin heißt es zum Thema Produktplatzierung: Auch hier solltest du die Zuschauer zu Beginn des Videos über die Kooperation mit dem Unternehmen informieren. Wie genau werden die YouTuber eigentlich kontrolliert? In Köln haben die Landesmedienanstalten zu einer Veranstaltung geladen. Sie wollen mit YouTubern darüber diskutieren, wie Werbung gekennzeichnet werden soll. Ebenfalls vor Ort die Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, Cornelia Holsten. Sie hat den Flyer zum Thema Werbung auf YouTube entwickelt.
Seit Jahren arbeitet Holsten an der Vermittlung der Regeln für die Werbekennzeichnung. Bei Verstößen kann sie Mahnbriefe verschicken. Im schlimmsten Fall drohen Geldstrafen von bis zu 50.000 Euro. Aber wie gut ist die Kontrolle bei täglich Millionen neuer Videos? Sind denn die Landesmedienanstalten mit der Regulierung von gerade Online-Bewegtbildmedien, so wie YouTube es ist, stellenweise überfordert? Also tatsächlich ist es so, dass bei den YouTube-Videos man ganz klar sagen muss, niemand würde sich hinstellen können und sagen, ich habe das soweit im Griff. Ich weiß, was hochgeladen wird. Und darum liegt unser Augenmerk prioritär auf besonders erfolgreichen, also reichweitenstarken Kanälen. Aber ein doch erheblicher Teil basiert auch auf Hinweisen. Man kann das auch Beschwerden nennen. Auch das kommt, dem gehen wir auch nach. Aber ist es nicht letztendlich seitens der werbetreibenden Industrie immer ein Suchen nach Schlupflöchern? Okay, das dürfen wir wohl nicht, dann probieren wir es mal so. Oder hier ist noch ein Graubereich. Also ist es nicht genau so ein Festsetzen in so Grauzonen, in so Nischen, wo man guckt, so, wie lange man damit durchkommt? Also zum einen, ich finde, es gibt keine Grauzonen, weil etwas ist ordentlich gekennzeichnet oder etwas ist nicht. Man kann das sehen, jetzt kommt Werbung oder das hier ist jetzt Werbung, indem da Hashtag Werbung dran steht oder unterstützt durch Produktplatzierung oder eben nicht. Grauzone, ne. Das ist doch einfach der Satz, wo Werbung drin ist, muss Werbung draufstehen. Da ist doch keine Grauzone. Ich zeige auch ihr das Joyce-Video. Zur Erinnerung, Anwalt Solmecke hielt es wegen der Kaufempfehlung eindeutig für Werbung. Nee, es müsse gekennzeichnet werden. Und Cornelia Holsten. 1, 2, 3, ne? Kann man zählen. Zack. Was ist das? Ist das Werbung oder ist das keine Werbung? Das ist eine Geschichte um eine Produktplatzierung. Also Joyce macht Comedy in diesem Fall und zeigt diese Sketche. Und in den Sketchen ist ein Produkt eingebunden. Und sie hebt das nicht werblich hervor, sondern es ist Teil der Geschichte. Keine Werbung? Mir kommt das anders vor. Das heißt, auch der ein oder andere Fleischesser von euch könnte das ja mal ausprobieren. Werbung als Teil der Geschichte. Genau das ist das Problem für Kinder, die stundenlang auf YouTube surfen. Wer von euch nutzt Medien und Smartphone und sowas 5 Stunden und mehr? Was schlimm ist, wenn wir sagen, das geht mich nichts mehr an, dieses YouTube, das ist fahrlässig. Weil das ist kein Unterhaltungsmedium, sondern das ist ein Manipulationsmedium. Mein Fazit. YouTube ist zu einer gigantischen Werbeplattform geworden. Die Stars der Szene beeinflussen Millionen und verdienen damit enorme Summen. Solange Aufsichtsbehörden nicht stärker kontrollieren und sanktionieren, sind Eltern und Kinder auf sich allein gestellt.